Guten Morgen und hallo zu einer neuen Podcast-Folge von Soul Food Journey. Ich möchte heute gerne über das Thema in sich selbst investieren. Und zwar möchte ich darüber sprechen, was es bedeutet und was es vor allem für mich bedeutet, in sich selbst zu investieren. Ich habe Anfang der Woche, ich denke, manche haben es von euch mitbekommen, bei Instagram oder auch bei Facebook, habe ich bereits mit euch geteilt, dass mich nach dem Launch der Soul Food Journey jetzt für Januar mehrere wirklich unfassbar liebevolle und auch genauso kritische Nachrichten oder auch Fragen erreicht haben. Und ich muss dazu sagen, dass mich vor allem die rein kritischen Nachrichten in der ersten Sekunde, ich würde schon sagen, getroffen und auch leicht verunsichert haben. Und wisst ihr auch warum? Weil ich selber genau so wie diese kritischen Stimmen zu mir gesprochen habe, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und ja, und selbst genauso gedacht und auch gehandelt habe, wie genau diese Stimmen gesprochen haben. Und das hat mich zu dem Zeitpunkt daran erinnert. Und deswegen sind die da auf so nahrhaften Boden bei mir getroffen. Eben weil ich mal genau so gedacht habe. Und das heißt, in den ersten Sekunden haben sich bei mir erstmal diese ganzen Selbstzweifel und die ganzen Ängste und Sorgen bei mir selber gemeldet, in den Gedanken. Doch nach ein, zwei Gesprächen mit Menschen aus meinem engeren Umfeld, die mir nahestehen und die auch, ja, die meinen Weg, sagen wir mal, recht eng begleiten, wusste ich für mich selber und habe es auch so angenommen, genau das ist jetzt meine Aufgabe. Mir selbst diesen Wert zu geben, den zuzulassen, den an mich heranzulassen, den ich meiner Arbeit selbst gegeben habe. Weil ich ja weiß, dass meine Arbeit das wert ist und noch viel mehr darüber hinaus. Und deshalb möchte ich allen Stimmen, die sich bei mir gemeldet haben, und auf irgendeine gewisse Art und Weise kritisch geäußert haben, wirklich von Herzen für dieses wunderschöne und extrem, also für mich extrem wichtige Learning, möchte ich mich wirklich bedanken, weil ich nur dadurch ja so viel über mich letzte Woche beziehungsweise Anfang dieser Woche lernen konnte und da auch ja neue und weitere Erkenntnisse sammeln konnte. Und ich möchte ja nun heute etwas mehr über das Thema in sich selbst investieren sprechen und was es aus meiner Sicht bedeutet, in sich selbst zu investieren. Und ich würde dafür gerne ein bisschen weiter ausholen, damit ihr noch besser versteht und auch nachvollziehen könnt, warum, weshalb und wieso ich überhaupt über dieses Thema investieren oder auch investieren in Verbindung mit Wert sprechen möchte. Und zwar beginnen wir vor, ja, jetzt mittlerweile bin ich fast vor genau 3,5 Jahren aus der Klinik gekommen. Mit diesem Wissen, glaub nicht alles, was du denkst. Den Satz hast du vielleicht auch schon ab und zu mal gehört. Und das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich aus dieser Klinik kam, dass ich da ja bereits mein Suchtsystem kannte oder verstanden habe, was das alles zu bedeuten hat oder wie auch wie die Zusammenhänge unterbewusst zusammenspielen, dass ich selbst dahinter stehe und dass ich selbst mein eigenes Suchtsystem, also dass ich meine eigene Essstörung, ja, dass ich alles dafür gebe, um sie aufrechtzuerhalten. Das war mir zu dem Zeitpunkt alles noch nicht so in dem Maße bewusst, wie es heute ist. Und an diesem Punkt, an diesem Bewusstseinspunkt bin ich auch, ich würde sagen, vor ungefähr einem Jahr gekommen. Jedenfalls bin ich ein halbes Jahr nach meiner Entlassung, als ich zumindest schon wusste, glaube ich, alles, was du denkst, ein halbes Jahr danach, als meine Essstörung auch mittlerweile schon wieder zu meinem Lebensmittelpunkt geworden war, bin ich das erste Mal mit Persönlichkeitsentwicklung in Berührung gekommen. Und zwar auch nur aus dem Grund, dass ich krankgemeldet war. Ich war nämlich krankgemeldet an diesem Tag, an dem ein Seminar in Hamburg stattgefunden hat. Und ich war krankgemeldet, weil ich
ja, die 2, 3 Tage vorher Essanfälle hatte mit Erbrechen, ja, den ganzen Tag nur im Badezimmer rumhing über der Kloschüssel und mich quasi nur davon, mein Tag davon bestimmt war, zu essen und zu erbrechen. Und das war der Grund, warum ich mich krank gemeldet hatte. Und ich wusste ja, dass dieser Kreislauf höchstwahrscheinlich mehrere Tage laufen wird, es sei denn, ich schaffe es, den Kreislauf zu durchbrechen. Und zu dem Zeitpunkt, ja, war ich wieder komplett in meiner Unsicherheit, war zurück im Alltag. Alles, was ich so für mich schon gelernt hatte, hatte ich gefühlt wieder vergessen und war also komplett das Opfer meines Lebens, beziehungsweise habe mich selber wieder als Opfer meines Lebens wahrgenommen und bin dann, ja, bin dann auf einen Tag, weil ich krank gemeldet war, auf dieses Seminar gegangen. Und zwar auch nur dank eines wunderbaren Menschen, den ich auch heutzutage meinen Freund nennen darf. Nur durch ihn bin ich zu diesem Seminar gekommen. Und das Seminar, bei dem ich damals war, war auch nur, also ging eigentlich 2 Tage lang in Hamburg, aber ich war nur einen Tag da, weil ich ja krank gemeldet war und weil ich mich am ersten Tag so dafür geschämt habe, dass ich einen Essanfall hatte und nicht rausgehen konnte, war ich dann nur an dem zweiten Tag da. Und das waren die Power Days von Jürgen Höller. Und ich möchte dafür jetzt, also ich möchte es einfach nur erzählen, damit ihr das besser verstehen könnt. Das ist keine Schleichwerbung oder sowas. Doch diese Power Days von Jürgen Höller damals in Hamburg, das war im Herbst 2014, war mein persönlich erstes Erlebnis mit Persönlichkeitsentwicklung oder überhaupt diesem ganzen Feld, bei dem in mir Gefühle, ja, geweckt wurden und auch für mich spürbar waren, die ich noch nie, also die ich so in dem Maße noch nie zuvor zugelassen oder zeigen konnte, wie an diesem Tag. Und zwar gemeinsam mit Hunderten von Menschen. Also ich war noch nicht mal allein oder habe das irgendwo für mich allein gemacht oder still und leise im Kämmerlein, sondern es war in Gemeinschaft mit mehreren Hunderten von Menschen. Und das hat mich so, ja, diese Worte, diese Übungen, das, was da passiert ist, das hat mich so berührt und hat irgendwas in mir geweckt, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt jetzt hätte sagen können, was das ist. Und ich habe es dann auch sehr schnell im Nachhinein, ja, als zu dem Zeitpunkt eher so Schicksal. Heute glaube ich nicht mehr so an Schicksal, aber damals dachte ich mir, oh, das ist Schicksal, dass ich jetzt krank gemeldet war, dass ich einen Essanfall hatte in der Nacht, dass ich deswegen nicht fliegen konnte, weil ich ja Flugbegleiterin war und deshalb zu Hause war. Und dass das alles im Nachhinein, wie so oft im Leben, Sinn gemacht hat, ist mir dann ein paar Tage später klar geworden. Denn manchmal oder zu einem gewissen Punkt während des Prozesses oder Verlaufs einer Essstörung ist es erstmal wichtig, für sich selber Ablenkungsstrategien zu schaffen. Und ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt war ich in dieser Phase, in der es noch nicht darum ging, ja, in dem ich noch nicht in dieser Position war oder den Zustand hatte, dass ich bewusst handeln konnte. Doch ich habe mir Handlungsstrategien angeeignet, mit denen ich mich zumindest ablenken kann, um im ersten Schritt erstmal vor mir selbst, ja, vor dem Essanfall zu flüchten, beziehungsweise vor mir selbst zu flüchten, um zumindest einem Essanfall zu entgehen. Deswegen ist ja meistens oft die erste Stufe, wie Handlungsstrategien zu finden, die einen da aus diesem Kreislauf, ja, rausholen, beziehungsweise unterbrechen. Und ich hatte ja nun den ersten Tag, hatte ich verpasst, weil ich da noch voll in meiner Angst und meiner Scham über mich selbst war. Und ich war mir auch immer so sicher, dass ich genau so aussehe und dass ich das auch, also dass die Menschen das sehen, dass sie mir ansehen, wie ich mich fühle. Ich habe mich ja eklig gefühlt, ich habe mich zum Kotzen gefühlt, ich habe mich hässlich gefühlt. Ich dachte wirklich, man sieht mir das einfach an, wie meine Poren von dem Würgen rausquillen oder meine Augen rot sind oder ich war mir so sicher, dass andere Menschen das doch sehen müssen und dass, ja, so dass ich mich einfach nicht rausgetraut habe an manchen Tagen. Und damals war das dann oft so, dass ich dann
ja, einen Essanfall mit Hungern kompensiert habe. Also habe ich dann einen Tag nichts gegessen, habe gehungert und habe mich dann wieder besser gefühlt, als Ausgleich sozusagen, und konnte dann deshalb am zweiten Tag rausgehen und wieder unter Menschen gehen und bin deshalb zu diesem Seminar gegangen, bei dem ich gefragt wurde, ob ich mitkommen möchte. Und somit hatte dieses Ablenkungsmanöver, dieses Rausgehen, zu diesem Seminar gehen, hatte damals zu dem Zeitpunkt eine sehr, sehr große Funktion für mich, weil es eben diese Flucht war oder eine Ablenkungsstrategie. Und ich bin mir aus heutiger Sicht, bin ich wirklich, wirklich, wirklich dankbar, dass ich auf diesem Seminar war, denn wer weiß, wann ich sonst Persönlichkeitsentwicklung oder all dem, was danach kam, begegnet wäre. Weil manche Chancen im Leben gibt es einmal, manche gibt es mehrmals. Doch ich denke mir mittlerweile immer, wenn eine Chance da ist und wenn da auch wenn das nur ein Funken von Begeisterung in einem selber auslöst, dann folge dem. Denn du weißt nie, wann es dir im Leben wieder begegnen wird. Und ich möchte euch noch erzählen, dass es mir ja dann in diesem Moment grundsätzlich ja, nicht ganz so gut ging und ich mich auch relativ schlecht gefühlt habe an dem Tag. Und ich hatte mich da auch, ach, da kamen so viele Sachen zusammen. Es sind ja mehrere Dinge, die uns im Leben beschäftigen. Ich hatte mich von meinem jetzigen Freund hatte ich mich zwischenzeitlich nochmal getrennt, weil ich kam gerade aus der Klinik, ich war so mit mir selber beschäftigt, ich war gefühlt schon wieder wie co-abhängig, habe mich von dieser Liebe abhängig gemacht, von der Anerkennung, vom Außen, und habe einfach gemerkt, okay, das funktioniert nicht, beziehungsweise ich kann gar nicht das geben, was ich eigentlich gerne geben möchte oder was mir dieser Mensch eigentlich wirklich wert ist. Und hatte deswegen dann ja mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass ich mich jetzt im Moment nicht in der Lage sehe, eine Beziehung zu führen, weil ich die Beziehung gerade erst zu mir aufbaue. Und solange ich eine, ja, noch keine liebevolle oder auch achtsame Beziehungen mit mir selber führe, sehe ich mich nicht in der Lage, eine wirklich glückliche und erfüllende Beziehung zu einem anderen Menschen zu führen, weil ich davor 5 Jahre lang eine Beziehung hatte, die nicht gut gelaufen ist und aus meiner Sicht aufgrund von vielen Dingen, zu denen ich selber beigetragen habe, zu denen ich auch durch mein eigenes Sein, durch mein Bewusstsein, durch meine Lebenseinstellung beigetragen habe. Natürlich hängen da immer zwei, also es tragen immer zwei Menschen dazu bei. Doch ich für meinen Teil weiß es heute. Und ich weiß, was damals ein Teil von mir war, der dazu beigetragen hat, dass diese Beziehung nicht funktionieren konnte. Und dieser Mensch, den ich jetzt kennengelernt hatte, der war so wertvoll für mich und der war mir so wichtig, dass ich auch von Anfang an einfach ehrlich war und mir dachte, ich habe nichts zu verlieren und das Größte, was ich verlieren kann, ist die Beziehung zu mir. Und deswegen ist das für mich das Wichtigste, die Beziehung zu mir erst zu erfüllen oder beziehungsweise mit meiner eigenen Liebe zu füllen. Und erst dann sehe ich mich in der Lage, auch eine Liebesbeziehung also zu einem anderen Menschen zu führen. Und ja, deswegen hatte ich mir dann noch mal die Zeit genommen und war dann irgendwann für eine Nacht in einem Hotel in Hannover. Als Flugbegleiterin schläft man ab und zu auch auf Kurzstrecken in irgendwelchen Hotels in Deutschland meistens, verbringt dort eine Nacht und fliegt dann von dort aus weiter. Und deshalb war ich dann, ja, sagen wir mal, ungefähr 3 Monate nach dieser Trennung und dann ungefähr ein halbes Jahr nach diesem Klinikaufenthalt war ich in Hannover für eine Nacht, lag dort im Hotel auf dem Bett, wollte zu Bett gehen und schlafen. Und in diesem Moment musste ich an diesen Menschen denken,
den ich ja kennengelernt hatte, den ich auch, ja, für den ich auch ganz viel empfunden habe, von dem ich mich dennoch getrennt habe, aufgrund meiner eigenen Entwicklung. Ich brauchte diesen Raum für meine eigene Entwicklung. Und in dem Moment, als ich da jetzt lag und an diesen Menschen gedacht habe, wurde mir klar, dass ich diesen Menschen wirklich vermisse und dass das wirklich, also dass es echte Gefühle sind und dass es keine Sucht nach Liebe ist, keine Abhängigkeit oder ähnliches. Denn ich hatte ja auch schon Monate ohne ihn gelebt und ich habe mich mit mir beschäftigt und es ging mir ein Stück weit besser in der Hinsicht, dass ich weniger Essanfälle hatte als zuvor. Ich habe das immer daran gemessen, wie viele Essanfälle ich hatte, ob es mir gut geht oder nicht, ohne in mich reinzuspüren zu dem Zeitpunkt. Doch ich hatte ja mehrere Monate überstanden und ich stellte fest, dass ich nicht so wie damals in dieser ersten längeren Beziehung, dass das nicht so ein Klammern war, sondern dass ich wirklich diesen Menschen an meiner Seite. Also ich wollte wirklich Lebenszeit mit diesen Menschen verbringen und ich wollte ihn so gerne an meiner Seite sehen und an meiner Seite haben. Und ganz früher, also davor und auch vor der Klinik, bestand Liebe für mich hauptsächlich daraus, Bestätigung und Anerkennung in Form von Komplimenten oder Gesten oder Worten oder Sex oder irgendwelche Verhaltensweisen des Partners zu bekommen. Da auch mein Ex-Freund damals ein wirklich riesengroßer Bestandteil emotional und unterbewusst betrachtet meines Suchtsystems geworden ist, habe ich Liebe damals ganz anders empfunden. Und ich würde aus heutiger Sicht sagen, dass ich nicht in der Lage war, bedingungslose Liebe zu empfinden oder auch zu geben, weil ich mich selbst nicht geliebt habe. Das wusste ich damals natürlich noch nicht. Jedenfalls packte mich jetzt in diesem Moment, als ich da in diesem Hotel lag, so eine Art von Schmerz. Und deswegen beschloss ich, ihm dann auch zu schreiben, da ich aus meiner Sicht, wie gesagt, nichts zu verlieren hatte diesbezüglich, außer zu riskieren, keine Antwort zu erhalten. Und dann war es so, dass er antwortete und ich wirklich so überglücklich darüber war, dass er auch in der Lage war, mit mir zu sprechen und dass wir einfach miteinander reden konnten, ohne auch direkt über das, was geschehen war, zu reden, sondern einfach über das zu sprechen, was uns jetzt gerade bewegt. So als wenn sich zwei Menschen miteinander unterhalten, die sich mögen und sich gerade erst kennenlernen und neugierig auf den anderen Menschen sind. Und dank dieses einen Moments in meinem Leben, in diesem Hotelzimmer in Hannover, und ich kann mich wirklich so ganz genau daran erinnern, dank dieser einen Nacht wurde ich von ihm gefragt, ob ich auf dieses Seminar, von dem ich erzählt habe, ob ich mitkommen möchte. Weil er das sowieso, er hatte schon Karten und wollte das Seminar in Hamburg besuchen, diese Power Days mit zwei Freunden aus Düsseldorf. Und da es noch eine Freikarte gab, hatte er mich dann gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und ich hatte das dann so lange offen gehalten, weil ich ja eigentlich arbeiten sollte, wollte, musste an dem Wochenende. Und ja, dann kam es so, dass ich diesen Essanfall hatte, mich geschämt habe, deswegen krankgemeldet war, zu Hause war und dann einen Tag mit auf dieses Seminar kommen wollte. Oder kommen konnte. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wann kommt sie eigentlich endlich zum Thema dieser Folge? Und ich möchte dir sagen, wir sind bereits mittendrin. Denn auf diesem Seminar, auf das ich über mehrere Umwege, Ecken und Kanten überhaupt hingekommen bin, auf diesem Seminar ging es darum, Menschen zu zeigen, was es bedeutet, sich weiterzuentwickeln, was es bedeutet, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, was Glaubenssätze bedeuten, welche Macht Glaubenssätze über einen selber haben können. Und nachdem dieser Seminartag, ich glaube, es ging von 9 bis
18 oder 17, 18 Uhr oder so. Auf jeden Fall, als dieser Seminartag vorbei war, war ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen oder ein Gefühl dafür benennen, aber ich war so gecatcht und ich war gefühlt so bei mir wie noch nie. Und ich hätte am liebsten jedes einzelne Folgeseminar, glaube ich, gebucht oder auch besuchen können, weil ich irgendwo, wirklich irgendwo ganz tief in mir wusste, hier gibt es etwas für dich, womit du etwas anfangen kannst, was dich berührt, was ich auf mich übertragen kann und was ich irgendwann bestimmt anwenden kann, um mehr über mich selber herauszufinden und um mir eventuell ein anderes Leben zu erschaffen als bisher. Ein Leben ohne Sucht, ohne Exzesse, ohne Extreme, ohne Schwarz-Weiß, ohne Abhängigkeit. Ein Leben, in dem ich mich selbst so sehe, wie ich bin, in dem ich mich spüren kann, in dem ich mich schmecken kann. Und zwar aus der Perspektive oder aus einer liebevollen und verständnisvollen Perspektive. Und dieses Gefühl hatte ich nach diesem Seminartag, dass es hier irgendetwas für mich gibt, was mich dazu befähigt, mir eine Art oder mir ein neues Bewusstsein über mich selber zu erlernen, zu erschaffen. Und diese Power Days sind dafür da, um einen Einblick zu geben. Und danach werden verschiedene Seminare vorgestellt, die dann auf diesen Power Days gebucht und gekauft werden können. Und da die Seminarleiter am Ende dieser Power Days alle Seminare zu einem rabattierten Preis verkaufen, was natürlich extrem gutes Marketing ist, war ich sowas von hin und her gerissen. Denn einerseits wusste ich ja, ich will hier irgendwie unbedingt irgendwas machen. Und ich möchte unbedingt mehr über die Gesetze des Lebens und all diesen Kram, von dem da gesprochen wurde, von dem ich aber überhaupt keine Ahnung hatte zu dem Zeitpunkt. Aber ich möchte all das lernen. Das habe ich gespürt. Das war kein Gedanke, das habe ich einfach gespürt während dieser 9 Stunden. Und andererseits war ich mir sicher, dass ich es mir jetzt gerade absolut nicht leisten kann, dass ich gerade so genug Geld habe, um ohne Hilfe von außen oder ohne in den Dispo zu gehen, den Monat überstehe, dass ich mein Geld eigentlich lieber sparen sollte, als es für irgendein Seminar auszugeben, bei dem ich noch nicht mal weiß, was mich genau erwartet und dass das auch total unvernünftig wäre und dumm wäre, so viel Geld für ein Seminar auszugeben. Und wir sprechen hier tatsächlich über einen Betrag im vierstelligen Bereich und nicht über 19,90 € oder sowas, sondern es ging wirklich um für mich zu dem Zeitpunkt und auch heute viel Geld. Und immer wieder hörte ich, das Angebot gilt nur heute. Also es gab diese eine Chance. Es gab für mich diese eine Chance und ich habe gemerkt und ich kann das so gut spüren, weil ich mich so gut daran erinnern kann, wie ich da hibbelig und nervös auf meinem Stuhl von rechts nach links rumgerutscht bin, weil ich gemerkt habe, ich möchte das unbedingt machen und gemerkt habe, nein, ich darf nicht, ich kann nicht, ich soll nicht. Meine Gedanken haben dazwischen gegrätscht und wollten mir das, ja, Ausreden nicht erlauben und dadurch ja ich mir selber nicht erlauben im ersten Moment. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, wenn ich jetzt nicht buche, wenn ich es jetzt nicht kaufe, dann werde ich es definitiv niemals machen. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment kennt. Ich habe es öfter mal oder erlebe es öfter mal, dass es so Momente gibt, in denen ich denke, ach Scheiße, das kostet mich jetzt wirklich viel Energie, viel Kraft, viel Mut aufbringen. Doch höchstwahrscheinlich wird die Gelegenheit nicht so schnell wieder kommen. Selbst wenn es darum geht, irgendwelche Leute anzusprechen, wenn wir gerade auf Veranstaltungen sind. Es gibt manchmal nur die eine Möglichkeit oder diesen einen Moment, in dem wir zuschlagen können und diese Chance nutzen können. So schwer es auch erscheint. Und ich wusste, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es
definitiv niemals machen oder nicht so schnell nachholen oder überhaupt wieder darüber nachdenken, das zu tun. Also habe ich gedacht, wenn ich das Seminar jetzt nicht buche, dann kommt diese Gelegenheit eventuell nicht so schnell wieder. Und je später es wurde, desto unruhiger wurde ich auf meinem Stuhl. Ich erinnere mich so genau daran, als mein jetziger Freund mich dann auf diesem Seminar, als wir ja gerade wieder in so einer Annäherungsphase waren, also auch da total die Unsicherheit und Verwirrtheit und Gefühle auf und ab. Auf jeden Fall hat mich dann mein Freund gefragt, hey, sag mal, wollen wir das Seminar zusammen machen? Und in dem Moment dachte ich wirklich, was? Mein Herz hat sich in dem Moment so unglaublich gefreut. Und das war wirklich ein absoluter Glücksmoment. Und ich merke auch jetzt, wenn ich darüber spreche, dass ich so dankbar und so glücklich darüber bin, dass diese Frage ausgesprochen wurde. Und gleichzeitig dachte ich immer noch, ich kann es mir einfach nicht leisten. Und wie soll ich mir etwas kaufen oder ja, etwas machen, was ich mir jetzt gerade nicht leisten kann. Und als ich ihm erzählte, dass ich mir das jetzt im Moment nicht kaufen kann oder nicht kaufen möchte, weil ich denke, dass es nicht gut ist, so viel Geld dafür auszugeben, bot er mir an, mein Ticket über seine Firma mitzukaufen und bot mir an, dass ich es ihm dann danach im Nachhinein auch in Raten, wenn das nicht anders geht, zurückzahlen kann. Und es fiel mir so was, also so wahnsinnig schwer. Es fiel mir wirklich, wirklich schwer, das anzunehmen. Und ich war immer noch so hin und her gerissen. Und mein Herz schrie trotzdem die ganze Zeit, dass ich dieses Seminar machen muss, um mehr über Persönlichkeitsentwicklung zu erfahren und um mehr über mich zu erfahren. Denn wie soll ich mich entwickeln, wenn kein neuer Input reinkommt? Wenn ich mich nur in meinem jetzt, also in diesem System befinde, in meinem eigenen System kreise, wie soll da Veränderung möglich werden? Und letztendlich sagte ich trotz aller Zweifel oder auch Ängste, sagte ich ja zu seinem Angebot und nahm dieses Angebot an, dass er dieses Seminar für uns zusammen bucht. Und auch wenn die Zweifel und Ängste in dem Moment nicht komplett weg waren, spürte ich also wirklich eine so große Freude. Und ich wusste einfach, dass das ein Weg sein wird, der mir gut tut. Denn ich hatte mich ja nun über diese mehreren Stunden bereits gut gefühlt und bin da berührt worden und bin da mitgegangen mit voller Motivation. Und ohne genau zu wissen, was mich da jetzt erwarten wird auf diesem Seminar, was ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, so um die 2.000 € oder so gekostet hat. Doch ich weiß es nicht mehr ganz genau, habe ich diesen Impuls gespürt. Und dieser Impuls, den ich da gespürt habe in diesen 9 Stunden, was mich berührt hat, das war mein Herz. Also das war meine Intuition, die von Herzen kam. Und wisst ihr, wie ich diesen Moment heute beschreiben würde? Ich würde aus heutiger Sicht sagen, dass ich in diesem Moment ja gesagt habe. Ich habe ja zu mir gesagt, ich habe ja zu meiner Entwicklung gesagt, ich habe ja zu meinem Leben gesagt, ich habe ja zu einem Leben mit mir gesagt, ich habe ja zu neuem Wissen gesagt, ich habe ja zu Vertrauen gesagt und ich habe ja zu einem Glauben an mich gesagt. Ich habe mir also durch dieses Ja selbst einen Wert gegeben. Und ich möchte behaupten, und ich weiß es für mich, dass der Punkt, an dem ich heute in meinem Leben stehe, dass der unbezahlbar ist. Und ich merke auch jetzt, wie dankbar ich dafür bin. Denn alles, was ihr in diesem Bereich für euch machen könnt,
Und was ihr daraus für euch mitnehmt, das ist einfach unbezahlbar und ist im Nachhinein betrachtet, ist das Geld, was ich da investiert habe. Ich denke nicht an das Geld, wenn ich darüber nachdenke, über die letzten Jahre, was ich in mich gesteckt habe. Ich denke nicht an den Verlust oder an irgendetwas in der Form, sondern ich denke einfach nur daran, wie dankbar ich mir doch bin, mir selber diesen Wert gegeben zu haben und es mir selbst wert gewesen zu sein, den Weg eingeschlagen zu haben. Und so, ja, so begann meine Erkenntnis über in mich investieren. Und ich gebe, also seitdem und bis heute gebe ich mehrere hundert Euro für meine persönliche Weiterentwicklung im Jahr aus, wenn nicht Tausende. Und ich mache es so, so gerne. Trotz Ängste, trotz Zweifel, trotz Geldglaubenssätze. Natürlich habe ich die auch. Alle Menschen kennen das. Ich habe zwischenzeitlich auch, sagen wir, einen kleinen Schuldenberg bei meinem Freund aufgebaut. Doch ich weiß, ich zahle es ihm zurück. Ich weiß, ich zahle es ihm zurück. Ich habe meine Eltern schweren Herzens zwischendurch gefragt, ob ich etwas von meinem Erbe vorziehen kann, um mich selbstständig zu machen. Und das, was in mir schlummert, versuchen nach außen zu bringen und aufzubauen. Und ich war über mehrere Jahre jeden Monat im Dispo. Und ihr war mir sicher, wenn das nächste Gehalt kommt, dann bin ich gerade so über null. Und hinzu kommen noch die ganzen Zinsen, die man für ein Dispo und für das Überziehen bezahlt. Also ich denke, einige von euch wissen, wovon ich spreche und wissen auch, wie scheiße sich das anfühlt, diese Schulden zu haben oder irgendjemandem etwas zurückzahlen zu müssen und das die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben. Doch wenn du eine Entscheidung triffst und es geht um dich, es geht ja um dich und um dich langfristig gesehen, dann sei es dir im Hier und Jetzt, wenn du so einen Impuls, wie ich ihn beschrieben habe, wenn du das spürst, dann sei es dir bitte wert, jetzt zu investieren und nicht zu warten oder zu hoffen, dass eines Tages irgendwas von alleine besser wird. Denn mit jedem Mal, wenn du etwas für dich tust, entscheidest du dich für dich, näherst dich dir selbst und gehst einen Schritt zurück zu dir. Also sei es dir wert, in dich zu investieren und anstatt zu denken, ich kann mir das nicht leisten, mach dich auf die Suche nach einem Weg. Und ich bin mir sicher, es gibt immer einen Weg. Und was ich dir damit sagen und mitgeben möchte, ist, wenn du diesen Ruf deines Herzens spüren kannst, dann leg deine Gedanken, die versuchen, dich davon abzuhalten, und sie werden es tun. Leg diese Gedanken beiseite, mach dir bewusst, dass sie dich blockieren möchten und begib dich auf die Suche nach einer Lösung, damit du in dich investieren kannst. Du kannst dir von Freunden, von Bekannten, von Familie, du kannst dir Geld leihen, du kannst für dich selbst eine Crowdfunding-Kampagne machen, damit dich Menschen supporten. Du kannst auf dem Flohmarkt alte Sachen verkaufen. Du kannst täglich versuchen, 5 oder 10 Euro beiseite zu legen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Wir müssen nur kommunizieren, wir müssen uns mitteilen, wir müssen darüber sprechen, was in uns vorgeht. Und wenn es um deine eigene Entwicklung geht, bitte sag und denk niemals, ich kann es mir nicht leisten. Denn damit machst du die Tür zu. Du schließt damit die Tür zu deiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung. Und das ist die einfachste Ausrede, die unser Gehirn kennt und auch so oft wählt. Auch ich musste ja sozusagen dahin geschubst werden, ja zu sagen, um diesen Gedanken, also um all diese Gedanken, die mich abhalten wollten, wirklich die Arschkarte zu zeigen und zu sagen, ihr könnt mich mal, ich mache mich jetzt auf den Weg
und wir werden uns sicherlich später nochmal sehen oder auch öfter mal begegnen. Doch jetzt, gerade in diesem Moment, gehe ich los. Und das war der Moment, als ich Ja gesagt habe. Ich nehme das Angebot an. Ich nehme es an, dass für mich bezahlt wird. Ich nehme es an, dass ich jemandem Geld schulde. Ich nehme es für mich an, weil mich da etwas hingezogen hat und weil mich da etwas berührt hat, was ich unbedingt machen wollte. Und auch heute, wenn ich vor so einer Entscheidung stehe, ob ja oder nein, wenn ich heute ja an so einem Punkt bin, dann denke ich manchmal, oh Mann, Kira, ey, war das jetzt wirklich notwendig, dafür Geld auszugeben? Aber Mann, natürlich war es das. Denn bei allem, was ich in mich investiere, ist ein Impuls vorangestellt. Und mit Impuls meine ich ein tiefes Bedürfnis, das ja aus dir selber herauskommt. Und immer wenn ich diesem Bedürfnis sage, hey, das kann ich mir nicht leisten, sage ich meinem Bedürfnis unterbewusst, du hast hier nichts zu melden und es ist egal, was du tust oder sagst, du wirst von mir nicht gehört oder geschweige denn erfüllt. Und damit unterdrücke ich ja regelrecht meine Bedürfnisse, so wie damals, als ich keinerlei Zugang zu sowas wie Bedürfnissen oder Wünschen hatte. Und Entwicklung, also meine eigene Entwicklung, ist für mich so unglaublich wichtig. Und ich stelle immer wieder fest, vor allem dann, wenn ich mit mir alleine bin, so wie jetzt in den letzten Tagen, als ich alleine auf Sylt war, dass es da noch so viel über mich zu entdecken und zu erforschen gibt, dass es mich wirklich jedes Mal wieder selber umhaut. Denn diese Reise von dieser Entwicklung, von dem Lernen über sich selbst, von dem Bewusstsein über sich selbst, diese Reise endet einfach nie. Denn das ist Leben, dem nur du dich zuwenden kannst. Nur du kannst dich deinem Leben zuwenden und dir Bewusstsein über dich verschaffen. Und zurück zum Auslöser für dieses Thema überhaupt. Als mich nun diese Nachrichten erreichten, in denen sowas stand wie, wer soll sich die Soulful Journey leisten? Oder ich dachte, du machst das für einen guten Zweck. Oder einfach nur schade. Oder nimm mich bitte aus deinem E-Mail-Verteiler. Als mich diese Nachrichten erreicht haben, wurde mir klar, krass, ich werde gerade mit meiner eigenen alten Gedankenwelt konfrontiert und bekomme vom Leben die Aufgabe, den Wert in meiner Arbeit zu sehen und an mich heranzulassen. Und genau das tat ich auch. Ich nahm mir dann eine kurze Auszeit der Stille, spürte in mich und hörte all die Stimmen, die mich damals versucht haben zu blockieren. Und es waren exakt die Gedanken, die ich in den Nachrichten zuvor gelesen hatte. Daraufhin, dass die Soulful Journey im Januar 397 Euro Selbstwert erfordern. Wow. Also ich dachte wirklich nur, wow, nachdem ich diese kurze Auszeit in einer Art der Meditation gemacht hatte. Und danach setzte in mir pure Dankbarkeit ein. Ich bin wirklich einfach dankbar für diese Nachrichten, da ich dadurch so viel über mich lernen durfte und somit auch wieder ein Stück innerlich wachsen durfte. Ich bin mir dadurch näher gekommen und mir ist zutiefst bewusst geworden oder erneut bewusst geworden, mit welchen Menschen ich arbeiten kann und möchte. Und das bereits mit dem Schritt der Buchung. Aus meiner Sicht, und das gehört somit zum Kurs, mit dem Schritt der Buchung ist aus meiner Sicht die erste wichtige Erkenntnis für ein Selbst geboren und liegt darin verborgen. Und zwar ist das erstens, seinem Instinkt zu vertrauen, zweitens, seinem Herzen zu folgen, drittens, den Ängsten und Sorgen und Zweifeln und oh Gott, und ich habe kein Geld, diesen ganzen Gedanken die Arschkarte zu zeigen
Und fünftens zu sagen, ja, verdammt, ich sage ja zu meinem Selbstwert. Und das erste Mal fühlt sich immer unfassbar schwierig und nahezu unmöglich an. Doch was ich euch aus Erfahrung sagen möchte, ist, es wird immer leichter von Mal zu Mal, sich es selbst wert zu sein und sich selbst, ja, in sich selbst wert zu sehen und in sich selbst zu investieren, weil du weißt, nach dem ersten Mal, dahinter liegt Wachstum für dich, dahinter liegt Freiheit, dahinter liegt Selbstbestimmung, dahinter liegt Leichtigkeit. Danach setzt die Entwicklung oder das Gefühl dazu ein. Und ich denke mittlerweile, alles im Leben hat seinen Sinn. Deswegen glaube ich heutzutage nicht an Schicksal, sondern alles, was mir jetzt passiert, wird früher oder später einen Sinn ergeben oder haben. So wie so oft. Ich glaube, jeder kennt es von euch, dass manche Dinge auch erst im Nachhinein Sinn machen und sich wie ein Puzzle, wie ein weiteres Puzzlestück mit dem gesamten Puzzle zusammensetzen lassen. Ich habe beispielsweise dieses Jahr, nee, letztes Jahr habe ich eine Weiterbildung für 1000 Euro gebucht, ohne dass ich genau wusste, was genau da passiert oder wie das ablaufen wird. Zudem war sie noch auf Englisch und ich war mir unsicher, ob ich überhaupt alles verstehen würde und ob da noch andere Deutsche sein werden, die mir im Notfall helfen könnten. Trotzdem habe ich gebucht, weil mich eine Stimme gerufen hat. Und es war wieder mal mein Herz, das mir den Weg zeigen wollte. Und ich bin meinem Herzen gefolgt und kann nur sagen, das war die beste Entscheidung, die ich gefühlt für mich blind getroffen habe und mir damit ein so wertvolles Geschenk gemacht habe, das auch erst im Nachhinein tatsächlich Sinn für mich gemacht hat. Doch als ich da war und danach wusste ich ganz genau, warum mich mein Herz gerufen hat und dass es da etwas gab, das auf mich wartet, das ich lernen sollte für mein eigenes Leben und das nur darauf gewartet hat, dass ich komme und zugreife. Ständig, also wirklich ständig tun, sagen und kaufen wir Dinge im Leben. Oh, wartet mal ganz kurz. Bin sofort zurück. Ich bin noch da. Ich kann es nicht mehr machen. Hallo, ich bin noch ganz verschwunden. Nee, eigentlich nicht. Noch nicht. Ich bin gleich da. Das ist kein Problem. Ich spiele. So. Ja, was ich sagen wollte, genau. Ständig im Leben tun, sagen und kaufen wir Dinge unbewusst, ohne dass es tatsächlich irgendein wahres oder tiefes Bedürfnis von uns erfüllt. Die wenigsten Menschen kaufen ihr Essen wirklich nach ihren wahren Bedürfnissen, weil sie oftmals gar nicht wissen, was ihre Zellen, was ihr Körper verlangen. Und das ist auch nicht schlecht oder schlimm oder falsch. Es ist einfach wichtig für sich selber zu wissen, dass es ein Bewusstsein deiner selbst gibt, mit dem du dich verbinden kannst, wenn du möchtest und wenn du bereit dafür bist, dich selbst kennenzulernen, mit allem, was in dir ist, an Gedanken, an Emotionen, an Körperempfindungen, alles. Und mein Fazit aus dieser Folge für dich ist, dass ich dir einfach mitgeben möchte, sei es dir selbst wert. Und investiere in dich, wenn dein Herz hüpft oder anklopft und dir versucht, damit zu sagen, folge mir und nicht dein Verstand. Folge mir und nicht deinen Gedanken, die versuchen, dich aufzuhalten. Und ja, ich sehe. Also es gibt natürlich mehrere Arten von investieren, ob das jetzt Zeit ist, ob das Geld ist, ob es Energie ist. Oftmals sind es alle drei Dinge. Doch auf jeden Fall Zeit und Energie sind immer dabei. Und bevor ich es ganz vergesse, möchte ich euch noch erzählen, dass am Samstag die Awesome People Conference 3 startet.
für die ihr euch kostenlos anmelden könnt und dann jeweils 24 Stunden Zugriff auf 29 großartige Interviews habt. Und mein Interview mit Robert geht am Sonntag um 15 Uhr online und ist dann 24 Stunden verfügbar. Ich bin auch schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich habe es ja selber noch nicht aus der Perspektive gesehen. Doch es ist auch eine Art Investment in dich und dann in Form von Zeit. Du investierst Zeit darin, dich anzumelden, du investierst Zeit darin, dir vielleicht bestimmte Erinnerungen im Handy einzuspeichern, damit du die Videos nicht verpasst und du setzt dich vor deinen Laptop und investierst Zeit darin, das Interview anzuschauen. Also auch das ist eine Art von Invest oder Investment in dich. Und alles, wo ich bisher investiert habe, bestand immer aus einem dieser Dinge, Zeit, Geld oder Energie. Manchmal aus allen dreien, manchmal aus zweien. Zeit und Energie sind definitiv immer dabei, denn nichts kommt von nichts. Und diese altbekannte Weisheit, die du bestimmt schon tausendmal gehört hast oder gesagt bekommen hast, die stimmt. Die stimmt einfach. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Eine schöne Zeit zum Nachdenken oder auch zum Grübeln. Du findest alles, was ich so erwähnt habe oder wichtige Informationen in den Shownotes zu der neuen Podcast-Folge. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Vermutlich mit einem spannenden Interview. Und für heute bin ich jetzt erstmal fertig. Also bis nächste Woche. Und ein Hoch auf uns!